Guten Abend aus Dresden, Freitagabend, Auftakt des Spieltages in der zweiten Bundesliga, ein Abstiegskandidat Dresden gegen Heidenheim. Wir sind gespannt, was das Team von Uwe Neuhaus heute zeigt. Am letzten Wochenende gegen Darmstadt gab es einen Misserfolg, der sie zurückgeschlagen hat in den Abstiegskampf. Heidenheim steht auf Platz 9 mittendrin. Der Vorsprung ist nicht gerade sehr groß auf die Abstiegsplätze, genauso aber auch der Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Eigentlich typisch für Heidenheim, das so seit 2014 durch die Liga geht. Wir schauen zunächst mal, wie Dresden beginnt mit zwei Veränderungen in der Startelf. Blapper ersetzt Kone in der Offensive, dazu Horvath links im Mittelfeld für Duljevic. Ansonsten aber keine Umstellung beim Team aus Dresden. Der Blick auf Heidenheim, auch hier wurde getauscht. Dovidan raus nach drei Spielen in der Startelf, dafür Tomala zusammen mit Verruck. Wir erwarten eine Doppelspitze bei Heidenheim, links in der Verteidigung Feig, Teuerkauf bleibt draußen. Das also die beiden Umstellungen bei den Gästen aus Heidenheim, die mit einem Sieg schon einen großen Schritt machen können. Auch Steurer raus, sehe ich gerade. Das also die weitere Umstellung, Steurer raus, auch dort wurde getauscht. Wittek rutscht in die Verteidigung, Titsch Rivero im Mittelfeld. Also doch einige Umstellungen bei Heidenheim nach dem 2:2 gegen Bielefeld. Es ist wenig Gefahr, wenig möglich. Trotzdem sind wir gespannt. Heidenheim beginnt von rechts nach links in Rot. Dresden in Gelb-Schwarz in dieses Auftaktspiel des Spieltages der zweiten Bundesliga. Besonders morgen wird es brisant. Die Absteiger im Duell Ingolstadt gegen Darmstadt und noch das Kellerduell Fürth gegen Kaiserslautern. Aber schauen wir zunächst, was Dresden zeigt. Und es gibt jetzt schon die erste gelbe Karte für Manuel Konrad. Und das, finde ich, ist zu hart entschieden gegen Dresden. Das war nun wirklich nichts, was man in der Anfangsphase gleich pfeifen muss. Freistoß für Gavin Kraus. Strauß. Griesbeck. Klasse vorbei. Wieder Strauß. Schnatterer. Marc Schnatterer, war kein Handspiel von Konrad. Und Feig ist gleich wieder da. War angeschlagen, aber ist fit geworden für das Spiel, für die Heidenheimer Verteidigung, wo eben mit Wittek ein Spieler umgestellt wurde aus dem Mittelfeld heraus, dafür Steurer raus und Teuerkauf sitzt auf der Bank. Arne Feig beginnt, der am letzten Wochenende gegen Bielefeld nicht im Kader war. Horvath gegen Strauß und Dietrich Rivero. Horvath und Konrad, zweite Chance, Berko lässt durch. Erster Abschluss für Dresden durch Manuel Konrad. Durch die Beine von Berko, vorbei an Robert Strauß. Aber auch vorbei am Tor von Kevin Müller, 10 Minuten gespielt. Erster Hoffnungsschimmer für Dynamo Dresden, das in den letzten Wochen einfach zu wenig Konstanz zeigte. Siege gegen Regensburg, Bielefeld, dann der Misserfolg gegen Darmstadt, davor auch gegen Fürth verloren, gegen Bochum gewonnen. Also es war sicherlich mehr möglich, zumal die Niederlagen alle knapp waren. Aber es wird eben doch nochmal spannend für Dynamo Dresden im zweiten Jahr. Schöne Flanke.
Strauß. Torhüter gesucht. Hat ja auch in Sachsen gespielt bei RB Leipzig, aber das ist doch schon einige Jahre her. Letztes Jahr waren beide am Ende Tabellennachbarn. Dresden wurde Fünfter, Heidenheim Sechster. Das ist die typische Platzierung der Heidenheimer in der zweiten Bundesliga. Haben nie wirklich gegen den Abstieg gespielt, tendenziell sogar eher Aufstiegskampf. Meist, so war es zumindest in den letzten Jahren, in der Hinrunde besser, in der Rückrunde dann einige Plätze abgerutscht. In diesem Jahr hat man sich wieder stabilisiert im Mittelfeld, wird vermutlich auch im nächsten Jahr zweite Bundesliga spielen. Das ist alles, was zählt bei den Heidenheimern. Mehr muss es nicht sein, auch wenn in den vergangenen Jahren durchaus schon mal ein Aufstiegsplatz belegt wurde. Und in der Region hat man es mittlerweile geschafft, Spieler wie Glatzel aus Kaiserslautern nach Heidenheim zu locken. Das sagt alles aus über die Verhältnisse, über die Popularität der beiden Vereine, über die Anziehungskraft des 1. FC Heidenheim im Vergleich mit ehemaligen Bundesliga-Clubs, mit Kaiserslautern, auch mit Karlsruhe. Da ist im Moment der 1. FC Heidenheim zusammen mit Sandhausen deutlich stärker. Horvath. Klapper für Heise. Flanke ist gut für Röser. Aber Kevin Müller hat aufgepasst. Tietjevero. Feig. Schöne Flanke für Jean Verhoek. Drittes Jahr in Heidenheim. Kam vom FC St. Pauli. Und liefert sich vorne das Duell mit Glatzel für die Startelf. Verhoek begann auch gegen Arminia Bielefeld. In der vordersten Reihe hat Frank Schmidt, der Trainer, auch nichts gemacht. Urgestein, die Konstante zusammen mit Marc Schnatterer. Hätte sicherlich auch eine Liga höher spielen können. Marc Schnatterer, ein wirklich toller Spieler für den 1. FC Heidenheim. Aber er hat bewusst gesagt, er will bleiben. Er will weiter für Heidenheim spielen. Genauso der Trainer, der einen Vertrag bis 2020 hat. Also da ist wirklich langfristig geplant. Konstanz, die viele andere Vereine sich wünschen, zusammen mit Lieberknecht, der wirklich erfahrenste Trainer mit Abstand. Dahinter kommen dann schon Trainer, die nach 2012 zum Verein kamen. Christian Streich, meine ich, müsste das sein, in den ersten drei Ligen. Auch Zwickau hat einen langjährigen Trainer mit Thorsten Ziegner, aber das sind eben auch wenige. Und Schmidt ist sicherlich zusammen mit Lieberknecht ein Aushängeschild für Konstanz. Verhoek, klasse angenommen. Aber Schubert ist da. Musste lange warten, der Markus Schubert, weil Dresden immer eine Nummer 1 vor ihn gestellt hat. Auch diese Spielzeit ja eigentlich Schwäbe Nummer 1 bei den Dresdnern, weil der aber verletzt ist. Ist jetzt die Zeit gekommen für Markus Schubert zu spielen. Thiel
Nächster Abschluss. Keine Gefahr für Schubert. Abstoß Dresden. Der Mann, der aus Berlin kam, Maximilian Thiel, linkes Mittelfeld, linke Außenbahn, Gegenstück zu Marc Schnatterer. Freistoß Heidenheim. Naper für Heise, ehemaliger Heidenheimer. Philipp Heise macht es gut und sieht Kreuzer. Gut gespielt von Heise. Nach langer Zeit mal wieder eine Chance für Dresden, für Niklas Kreuzer, aufgerückt der Rechtsverteidiger und dann gut gesehen von Heise, der auch noch in der zweiten Liga in Heidenheim aktiv war. Sind ja seit 2014 dabei, damals mit Darmstadt aufgestiegen, Meister geworden vor den Lilien und Leipzig. Das war der Drittliga-Aufstiegsjahrgang 2014, Heidenheim. 3 Punkte damals vor RB Leipzig. Und das ist Röser. Ball versprungen, trotzdem noch im Spiel. Anspielerreise, Freistoß für den 1. FC Heidenheim, Robert Strauß auf der rechten Seite in der Verteidigung. Kein Rückpass für Schubert. Röser, klasse für Kreuzer. Also das ist auf beiden Seiten doch relativ wenig. Das ist schon eine der besten Chancen für Niklas Kreuzer. Dresden hatte die etwas besseren Gelegenheiten. Heidenheim oftmals im entscheidenden Moment einfach nicht gut genug. Wie etwa Schnatterer einmal vom Tor mit dem Kopfball oder Verhoek, der den Ball super zugespielt bekam, ihn aber nicht wirklich kontrollieren konnte gegen Schubert. Aber es ist doch insgesamt sehr wenig. Wir können über vieles reden. Es wird viel abseits des Spielfeldes erwähnt. Aber auf dem Platz ist das auf beiden Seiten einfach doch sehr überschaubar. Und da sind wir gespannt, was die beiden Trainer machen. Frank Schmidt, Uwe Neuhaus, beide nun wirklich erfahren. Neuhaus mit Union Berlin, Rekordhalter in der dritten Liga gewesen, souverän aufgestiegen damals mit den meisten Punkten überhaupt in diesem Wettbewerb. Und dann ja auch mit den Berlinern immer drin gewesen. Es wird, das denke ich zumindest, Wechsel geben zur Halbzeit, denn da muss
für Dresden, besonders zum Klassenerhalt, doch einiges passieren. Sonst wird es an diesem Wochenende vielleicht noch enger. Am letzten Wochenende haben alle gepunktet, nur eben nicht Dynamo Dresden am letzten Freitag gegen Darmstadt. Und genau das war der bittere Misserfolg. Es ist vieles möglich, aber dafür müssen beide Mannschaften kräftig zulegen im zweiten Durchgang. 0:0 zur Halbzeit in Dresden. Wir melden uns gleich wieder mit dem zweiten Durchgang am Freitagabend. Heidenheim zu Gast bei der SG Dynamo Dresden. Bis gleich.